Hallo, ich habe ja gesagt, solange ich die Hirschle-Box bekomme, werde ich sie unboxen, egal wie lange oder wie kurz es ist. Das ist jetzt die Dezember-Box, Schneewittchen heißt sie, kostet, lasst mich nicht lügen, 23 oder 25 Euro, wenn man die einzeln bestellt. Oder wie ich jetzt, ich hatte jetzt Glück, ich konnte ein Sonderangebot abwarten und habe für 6 Boxen bezahlt, bekomme aber 8. Das ist wie schon gesagt die Dezemberbox. Es ist jetzt der 7. Januar. Am 6. ist sie angekommen. Also in der Beziehung weiß ich auch nicht irgendwie. 3 Stück habe ich bekommen, bis jetzt sind sie alle zu spät gekommen. Ich lasse mich überraschen, wie es dann übernächsten Monat ist. Für Januar setze ich aus, weil Hände- und Fußkram habe ich genug hier. Das zur Info. Also, Dezemberbox, Schneewittchen. Diesmal in einem recycelbaren Behältnis quasi. Und wie man sieht, ist der Inhalt wirklich sehr überschaulich. Überschaubar. Ausgepackt habe ich da noch nichts, außer eben das Ding selbst aus dem Karton befreit. Jetzt werde ich mal eben hier kurz eine Seite von den Bändern befreien. Die Asche, die ist verknittert. Ach, übrigens, das Rauschen im Hintergrund, das ist meine Abzugshaube, weil da kocht gerade mein Abendessen. So. Der Inhalt. Eine tote Rose. Dann ich weiß selbst nicht, was das ist. Also ich sehe gerade ein Heilerde-Peeling von Cartier. Und was ist da noch drin? Also ein Peeling und ein von Neo Bio. Das ist eine bezahlbare Naturfirma, aber nicht richtig Biofirma, wenn ich mich erinnere, aber eben in der Richtung tendierend. Ein Concealer-Pinsel. Perfekt beige. Mal aufmalen. Mal gucken. Mit dem Licht rumpuddeln. Zu viel, ne? Moment, sagen wir einmal, man sieht nichts, mit anderen Worten, perfekter Ton für mich. Da ist er drauf gepinselt, aber wie man sieht, ja, sieht man halt nichts. Vielleicht eine andere Ecke. Bisschen dicker. Also es ist tatsächlich beige. Ich hoffe, man sieht es nachher bei... Wenn man es hochgeladen hat, besser. Gut, das war's. Genug des Dingens. Moment. So, weiter im Text. Also ein beiger Concealerstift von Neo Bio. Ist okay. Dann, wie schon gesagt, in dem schönen Organza-Sätzchen noch ein Heilerde-Peeling, was natürlich auch sehr schön ist. Weiße Heilerde mit Aloe Vera, das hört sich gut an. Für eine gründliche Reinigung und Zugabe von Wasser auf Gesicht und Hals auftragen, sanft mit kleinen kreisenden Bewegungen einmassieren und reichlich warmem Wasser abnehmen. Jo, hört sich gut an. Nächstes Päckchen. Drehen wir das Ganze mal. Auch wieder von Cartier. Oder Cartier. Weiß ich, Französisch. Es ist eine Handcreme. Sind wir überrascht? Nein, sind wir nicht.
eine Handcreme. Ups. Ja. Jo. Mit weißer Heilerde. Okay. Und Biomeisterwurz. Intensiv pflegend. Sie ist noch zu, sonst hätte ich jetzt tatsächlich mal nachgeguckt. Weiße Heilerde. Ich dann weißere Händchen. Das gehört doch dann eher zu den Wolf und den sieben Geistern, oder? Von wegen, wo er sich die Wolfspfote mit Kreide anmalt. Dann als nächstes hätten wir einen Badezusatz, würde ich mal sagen, in Orange Zimt von Badestern. Nein, Quatsch, vom Badestern. Es ist ein Badestern. Wir waren bei diesem Badestern von Eggworld. Riecht echt lecker. Ich habe von Eggworld ein Lavendelbadeherz vor kurzem gemacht. Das war schon klasse. Es hat übrigens gesprudelt, obwohl es relativ kakaobutterlastig war. Bin ich neugierig? Ja, ich denke, auch das wird tatsächlich leise sprudeln. Ich bin sehr gespannt. Okay, das war das zweite Säckchen. Dann nehmen wir das nächste Säckchen. Ja. Naja, es heißt ja Schneewittchen. Ne? Also dementsprechend rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz und weiß wie Schnee. Von Benikus ein roter Nagellack in Rot. Ich glaube nicht, dass der eine Bezeichnung hat. Ich gucke mal nach. Doch, er heißt... Mal gucken, ob er das kann. Vintage Red. Ja, mal so richtig Licht drauf knallen lassen. Rot halt. Ich trage unheimlich gerne Rot. Aber da wird sich schon jemand für finden. Nächstes. Eine Mascara von Neo Bio. Ich denke mal, das soll das mit dem Schwarz wie Ebenholz sein und so, ne? Volumen-Mascara. Es ist heute die Hölle. 10 Minuten. Viel länger wird es eigentlich nicht dauern, aber ständig ist irgendwas. Wir waren bei der Mascara. Viel zu sehen ist nicht. Aufdrehen. Ja gut. Soll ich sie aufdrehen? Gut, ich drehe sie auf. Normalerweise versuche ich das zu vermeiden, weil einmal aufgedreht Vergammlungsdings. Schauen wir mal. Ein Würstchen. Das könnte funktionieren. Und da ich sie ja jetzt einmal aufgedreht habe, werde ich sie auch weglegen. Sieht auch sehr flüssig aus. Also es könnte tatsächlich... Also ich hoffe, weil die letzte, die funktioniert hat für mich, die gab es nur in England und scheinbar gibt es die auch dort nicht mehr. Haha. Gut, Mascara. Als letztes gibt es dann noch einen Kajal. Und lass mich raten, nein, der ist von Benikus. Jo. Natürlich in Schwarz. Logisch. Malt auch schön schwarz. Packe ich auch gleich einfach bei meinen dabei, dann ist das gut. Also, was war jetzt in der Schneewittchenbox? Ein Benikus Kajal. Ein Benikus roter Nagellack mit dem Namen Vintage Red. Eine Handcreme von,
Also ich würde sagen Cartier, aber das wird mit einem T geschrieben. Cartier? Ich weiß es nicht. Es ist eine Handcreme mit Kreide. Wird interessant, wie schon gesagt. Ich persönlich würde ja sagen, das passt dann eher zu dem Wolf mit den sieben Geißlein, mit der Kreidefrute. Von Neo Bio. Das ist auch hier wieder ohne irgendwelche Maiskolben. Da, ganz links, dieses Zeichen. Durchgestrichene Pflanzen. Keine Gentechnik? Ich rate jetzt mal. Die werde ich morgen ausprobieren. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ich hoffe ja wirklich, dass die einfach nur färbt. Dann wäre ich sehr glücklich, weil alltagsmäßig brauche ich einfach nur schwarze Wimpern. Nichts mehr. Meine sind lang genug. Ich finde sie in diesem dünnen Zustand, wie sie sind, hervorragendst. Und angemalt sehe ich so ungern aus. Jedenfalls in Beziehungswimpern. Hier haben wir nochmal den Stift. Der Stift. Mal gucken. Kann man es hier besser sehen? Man sieht, dass da irgendwas drauf ist, oder? Also es ist tatsächlich ein relativ, also es passt ziemlich gut. Halt. Dementsprechend sieht man kaum was. Ja, für kleine Pickelchen, denke ich mal. Die Heilerde mit Aloe Vera. Was ist sonst noch drin? Bla bla. Mehr als alles andere. Ja. Verschiedene Sachen. Könnt ihr ja gerne selber gucken. Also nicht nur Heilerde und Aloe Vera. Aber freue ich mich drauf. Und die wird auf jeden Fall auch gerne verbadet. Besonders mit dem Geruch. Orange Zimt finde ich toll. Ja, das war's. Ein typisch chaotisches Video diesmal. Kam die Chaotik eher von draußen als von mir selbst. Bin ich zufrieden? Ja, es wäre noch eine gute Farbe. Eigentlich schon. Also bis auf den Nagellack kann ich alles gebrauchen. Rote Nagellackfarben sind halt nichts für mich. Der geht also zu jemand anderem. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend, morgen oder sonstiges. Habt einen etwas entspannteren Tag als ich heute. Und damit tschüss.